tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch das allseits beliebte Pokémon Glurak vor. Glurak ist die Weiterentwicklung von Glumanda und Glutexo und hat einen Feuerflugtyp. Glurak ist außerdem in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollziehen, wobei Glurak neben Mewtwo das einzige Pokémon ist, welches zwei unterschiedliche Mega-Entwicklungen hat. Bei diesem Glurak werde ich speziell auf das X-Glurak eingehen, da die beiden komplett unterschiedlich gespielt werden. Mega Glurak X hat im Gegensatz zum normalen und zum Y-Glurak einen Feuer-Drache-Typ, wodurch er eine Schwäche gegen Boden, Drache und Gestein, eine Resistenz gegen Elektro-Käfer und Stahl sowie eine Doppelresistenz gegen Feuer und Pflanze hat. Während das normale Glurak von den Basiswerten noch eher auf Spezialangriff setzt, ist Mega Glurak X in beiden Angriffswerten spielbar. Durch seine Fähigkeit Krallenwucht erhält es allerdings einen 30%igen Schadensbonus auf alle physischen Attacken, die Kontakt herstellen. Daher verteilen wir die EV auf Angriff und Initiative, zusammen mit einem frohen Wesen, um die Init zu maximieren. Im Moveset benutze ich hauptsächlich Attacken, die von Krallenbruch profitieren. Flammenblitz ist Gluraks stärkste Attacke und er wird damit auch ziemlich alles niederbrennen, was diese Attacke nicht resistet oder nicht unbedingt einen enormen Verteidigungswert besitzt. Passt hier allerdings mit dem Rückstoßschaden auf. Drachenklaue ist Gluraks zweite Step-Attacke, die ebenfalls den Boost von Krallenwucht mitnimmt und so auf eine ordentliche Stärke kommt. Erdbeben profitiert zwar nicht von Krallenwucht, ist allerdings auch so schon stark genug. Außerdem rundet es so die Drache-Feuer-Boden-Coverage von Glurak ab. Donnerschlag ist noch eine letzte Attacke, die ebenfalls von Krallenwucht profitiert. Dieser ist vor allem dafür da, um defensive Wasser-Pokémon vom Feld fegen zu können. Als Item ist der Glurak Need X die einzige Option, da ihr sonst keine Mega-Entwicklung machen könnt. Nun zur Spielweise. Da Glurak stark von dem mega erhöhten Angriff und seiner mega Fähigkeit abhängig ist, solltet ihr Glurak bei der ersten sich bietenden Gelegenheit mega entwickeln. Glurak kann jederzeit ausgewechselt werden, wenn euch das Matchup nicht passt, da kein Setup benötigt, um ihn spielen zu können. Dank Gluraks Coverage sollte es allerdings nicht allzu viele Situationen geben, in denen ihr es auswechseln müsst. Passt hierbei lediglich bei Pokémon auf, die euch paralysieren können, da Glurak ohne seine Initiative keine große Gefahr für den Gegner ist. Glurak mag auch keine Tarnsteine. Umgehend Mega rauben ihm die Steine die Hälfte seiner KP und im Mega immer noch ein Viertel. Ihr solltet also auf jeden Fall einen Spinner im Team haben, wenn ihr Glurak dabei habt. Boden- oder Elektro-Pokémon, welche Donnerwellen abfangen können, sind ebenfalls nützlich. Besonders gut eignen sich Pokémon mit den Fähigkeiten Blitzfinger, Starthilfe oder Voltabsorber, da ihr so aus den gegnerischen Attacken noch einen Nutzen ziehen könnt. Alternativ könnt ihr auch einen Cleric mitnehmen, der Glurak immer wieder von Status befreit. Achtet hierbei allerdings darauf, dass ihr dann das Feld auf jeden Fall von Steinen freihaltet, da ihr unter Umständen oft wechseln müsst. Ansonsten müsst ihr Glurak nur von schnelleren Sweepern fernhalten oder klebenden Support bieten. Und sonst solltet ihr keine großen Probleme haben, mit diesem Pokémon das gegnerische Team zu zerlegen. Das war's von meinem Glurak. Jetzt seid ihr wieder mit Aussuchen dran.